Was ich ganz neckisch finde, hier diese lustigen Kisten. Da, das sind alles irgendwelche Geschenke. Sieht aus wie damals Weihnachten im Schuhkarton. Überall ist ein kleiner Aufkleber dran. Salü, ich grüße euch, meine lieben Freunde. Und ja, pünktlich zum Nikolaustag. Alles Gute da nochmal. Gibt's eine neue Folge Minecraft Survival, beziehungsweise gibt's überhaupt mal wieder irgendwas auf meinem Kanal? Heute Vormittag kam ja schon ein kleines Infovideo sozusagen. Und ja, jetzt geht's mit Minecraft weiter. Mit der Folge, keine Ahnung, irgendwas in den 50s, glaube ich. Es gibt einiges zu erzählen. Ich würde sagen, ich. Oh, was ist denn hier passiert? Oh mein Gott, es hat geschneit. Oh, was? Oh. Oh Wunder, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Ja, wie ihr unschwer sehen könnt, hat es uns ein kleines bisschen in eine Winterwelt verschlagen. Ich hatte einfach mal Lust darauf, ein bisschen dieses Weihnachtsfeeling, dieses Winterfeeling mit reinzubringen. Das ist jetzt hier, glaube ich, Specs, BDCraft oder wie das heißt, irgendwas mit, ja, man hört in unserer Monster von. Ah, wir gehen erstmal drinnen gucken. Irgendwas mit Christmas Edition oder sowas von 2014. Ich verlinke euch das gerne mal unten in der Videobeschreibung, wenn ich dran denke. Und da sehen wir schon, hier stehen lustige kleine Bäumchen mit Weihnachtskugeln dran. Das hat alles so einen kleinen weihnachtlichen Touch. Und hier ist auch das Inventar ist ein bisschen weihnachtlich. Ja, so weihnachtlich es halt geht. So ein bisschen hier und so. Und ja. Das wird nicht das Texture Pack sein, mit dem ich auch in Zukunft spielen werde. Das wird dann wieder Faithful sein. Ich habe einige Zeit nach einem Winter Texture Pack gesucht, habe aber keins gefunden, was mich dann so angesprochen hat wie Spax. Das ist normalerweise nicht so mein Favorite. Ich mag lieber so diese realistischen Texturen, also eher Faithful oder. Photorealism oder wie das alles heißt und so weiter. Was ich ganz neckisch finde, hier diese lustigen Kisten. Da, das sind alles irgendwelche Geschenke. Sieht aus wie damals Weihnachten im Schuhkarton. Überall ist ein kleiner Aufkleber dran. Na gut, es wird passend zum Folgenanfang natürlich dunkel. Das heißt, wir gehen mal schnell unsere lustige Treppe hoch. Kennt ihr die schon? Ich weiß gar nicht, ob ihr die kennt oder ob ihr das hier kennt. Wir machen gleich mal eine kleine Tour, denn es gibt einiges zu erzählen. Die grüne Tür passt da überhaupt nicht rein. Gut, es gibt einiges zu erzählen. Und zwar habe ich eigentlich schon ein paar Folgen aufgenommen. Drei an der Zahl oder zwei, wo ich auch einiges gebaut habe. Aber diese Folgen habe ich verworfen. Möchte euch allerdings natürlich den Fortschritt, den wir dort getätigt haben, nicht vorenthalten. Das heißt, ich gucke mal ganz kurz, ob hier irgendwo irgendwas Wichtiges drin ist. Nein. Ich weiß nicht mehr, ob ihr es miterlebt habt. Wir haben hier uns sozusagen eine kleine lustige Ecke eingerichtet, so ein bisschen so wohnzimmermäßig. Das werde ich natürlich nochmal umbauen. Das gefällt mir so auch noch nicht. Ja, was haben wir noch gemacht? Hier im Haus unten, unsere Monsterfalle, haben wir noch in den Videos gebaut, in den Folgen, das weiß ich. Ich glaube, wir begeben uns jetzt wirklich mal zur Burg. Zum Schloss, denn da hat sich wirklich das meiste getan. Das finde ich auch total neckisch hier mit diesen Zuckerstangen. Also die Birken mit ihrem eigentlichen weißen Stamm, die sind jetzt, sehen aus wie irgendwelche Zuckerstangen, die es früher irgendwie mal gegeben haben soll. Ich bin leider nicht mehr in dieser Generation aufgewachsen, die in irgendeinem Süßigkeitenladen gesehen hat. Aber soll es gegeben haben. Man munkelt. Wie gesagt, bei der Burg hat sich das meiste getan. Das sieht man jetzt nicht unbedingt von außen, ein bisschen nur. Ich glaube, wir gehen einfach mal hoch. Und da war es mir wirklich wichtig, da mal ein bisschen voranzukommen. Das lag hauptsächlich daran, dass wir hier immer noch nicht rauskommen. Ach doch, hier war irgendwo eine Treppe. War hier nicht irgendwo eine Treppe? Nee, hier war das, genau. Da muss man unbedingt nochmal nachbessern. Hier seht ihr schon, hat sich einiges getan. Es ist Platz geworden, es ist eine Mauer entstanden. Hier hat sich noch nicht groß was verändert. Es zeichnet sich ein Burghof ab. Es zeichnet sich ein weiteres Gebäude ab auf dieser Seite. Auf dieser Seite zeichnet sich auch ein bisschen was ab. Eine kleine Wand. Und hier sehen wir, oh, es ist ein Eingang geschehen. Genau, hier wird sozusagen auch ein kleiner Raum reinkommen.
Und woran ich mich noch erinnere, dass ich zum Beispiel diese Aushöhlarbeit hier von diesem Raum auch offscreen gemacht habe. Und es kann durchaus sein, dass ich das in nächster Zeit vielleicht auch offscreen mache oder nebenbei so einwerfe und dann eine kleine Laberfolge draus mache. Ja, hier soll, wie gesagt, das Treppenhaus entstehen. In dieser Ecke sollte das reingebaut werden. Ich war mir noch nicht ganz so sicher, ob ich das da reinbauen möchte, weil ich vorhatte, hier einen großen Eingangsbereich zu machen, einen großen, offen gehaltenen Eingangsbereich. Dann wollte ich hier sozusagen eine kleine Flucht machen mit einem Saal hier oben drüber, der sozusagen dann die beiden Sachen verbindet. Kommen wir hier rüber? Hier kommen wir gar nicht rüber. Gut, da muss ich nochmal von draußen schauen. Der diese Sachen verbindet, nämlich dieses Gebäude mit dem Gebäude, was dort oben darauf dann noch seinen Platz finden wird. Das wird höchstwahrscheinlich eine Art Kapelle sein oder Kirche sein, mal schauen. Und hier soll dann ein großes magisches Gehöft hineingebaut werden, nenne ich es jetzt einfach mal. Das heißt, hier soll nachher eine große Bibliothek reingebaut werden mit Verzauberungstisch, mit dem Enderportal, was wir von dort unten, oder ein zweites, wäre eigentlich auch ganz, ganz nice, wenn man ein zweites nochmal hier in diese Welt einfügt. Das soll hier rein. So, hier soll der Hof hin, hier werden wir dann so ein kleines bisschen, ja, vielleicht einen kleinen Brunnen anfertigen oder so. Und hier unten habe ich vor, ein paar kleine Häuser zu bauen. Ein paar kleine Geschäfte oder ein paar kleine Handwerkerhäuser. Das wird hier oben sozusagen zu einem kleinen, ja, Dörfchen mit einer Burg halt. Den Plan, hier oben irgendwas lang zu bauen, habe ich verworfen. Das werde ich nicht so machen. Ich werde diesen Berg ein kleines bisschen abtragen, damit er nicht im Sichtfeld mehr ist, und werde diesen Turm ungefähr zu dieser Höhe noch aufstocken und da dann ein bisschen was reinbauen. Mal gucken, was das bin. Da bin ich mir noch nicht sicher. Fakt ist, wir werden erst einmal hier unten weiterbauen. Das heißt, hier kommen Fenster rein. Die habe ich auch schon angedeutet. Hier, diese Seite werde ich noch komplett aushöhlen. Das heißt, hier ist ja noch Fels dahinter. Den werde ich abtragen und werde das zu einer Mauer machen. Und wo ich absolut noch nicht sicher bin, ob ich diesen Raum wirklich so groß belasse, wie er jetzt ist. Denn er scheint mir wirklich ziemlich groß. Oder ob ich diese ganze Mauer hier einfach wieder zurückziehe und dann irgendwann wieder hier ankomme. Auf dieser Höhe ungefähr. Und dann hier mein kleines Treppenhaus habe und einen kleinen Ausgang sozusagen. Das werde ich, glaube ich, eher so gestalten. Gut, da wir das hier so ein bisschen als Wohnung nehmen möchten, hatte ich mir natürlich so ausgemalt, diesen Teil als Wohntrakt zu nehmen. Das heißt, ein Wohnzimmer, ein großes geräumiges Wohnzimmer hier im Obergeschoss oben drüber. Und dann hier sozusagen eine Crafting Zone sozusagen mit Küche, beziehungsweise also mit angedeuteter Küche und dann natürlich mit einem großen und ausgedehnten Lager, was dann auch eine Mechanik bekommen wird. Wie ich das mache, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber ich werde es auf jeden Fall machen. Und ja, ich denke mir, das wird ganz gut. Ehe jetzt die Zeit zu fortgeschritten wird und ihr euch wundert, huch, was ist denn da passiert, noch eine kleine Neuerung außerhalb dieses Baugeschehens hier in Minecraft. Ich habe vor, ab sofort Blöcke aufzunehmen. Das heißt, ich werde 1, 2, 2,5, 3 Stunden, keine Ahnung, das wird aber schon ziemlich lange sein, aufnehmen hintereinander, werde das danach schneiden und dann sozusagen als Folgen rendern mit einem kleinen Intro. Und werde die dann raushauen. Das heißt, ihr braucht euch nicht wundern, wenn ich hier sozusagen ohne großes Tschüss und auf Wiedersehen und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, diese Folge beende oder mich mal mitten in einer Folge verabschiede und plötzlich eine neue, Sequenz anfängt. Da braucht ihr euch da nicht wundern, das ist sozusagen einfach nur hintereinander weg aufgenommen. Ich schneide diese Teile dann. Das mag für den einen oder anderen vielleicht nicht so cool sein, nicht so schön sein, nicht so persönlich sein. Ich finde es aber dennoch sehr persönlich, weil man im Laufe der Zeit, je länger man erzählt, immer persönlicher wird, auch mit dem Zuschauer oder mit dem Zuhörer. Und ich auch finde, dass man, wenn man länger baut, beziehungsweise länger Zeit hat, viel mehr schafft und effektiver ist, außer ich jetzt gerade,
Wie geil sieht das hier hinten eigentlich aus? Mal ganz ehrlich, wie geil ist das? Das ist doch richtig geil. Da kann man sich da eine Brücke rüberbauen und ich träume schon mal davon, aber welche Sachen, die ich sowieso nicht fertig baue. Gut, wo war ich stehen geblieben? Genau, dass man, wenn man viel mehr Zeit hat, auch viel effektiver baut. Natürlich nicht ich jetzt, ich erzähle ja nur. Aber da denke ich mir, dass das eigentlich ganz gut vorangeht. Das werden wir ein bisschen ausprobieren. Wenn es mir nicht gefällt, kann ich es immer noch wieder rückgängig machen. Aber ich denke, dass es mir gefallen wird. Und ja, eure Meinung dazu könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Und ich würde sagen, wir holen uns ein bisschen, obwohl haben wir hier, wir haben ja eigentlich Bruchstein dabei. Das ist aber kein Bruchstein, das sind glaube ich diese Steinziegel. Und von denen haben wir nur noch 4 Stück dabei, so wie ich das sehe. Das ist weniger schön. Wir haben allerdings noch eine Diamantspitzhacke, die auch bald schon den Geist aufgibt, sehe ich. Das ist weniger toll. Das ist weniger toll. Nun gut. Dann bin ich jetzt am Überlegen, was wir jetzt genau machen. Ich glaube, ich werde das jetzt erstmal planen, dass ich hier wieder zurückgehen werde. Das heißt, hier mache ich ein Dreierfenster oder ein Einerfenster in einer Dreierwand. Genau, und dann gehe ich hier wieder zurück. Genau, so mache ich das. So, das ist einfach nur eine Diagonale. Die werden wir jetzt einfach mal hier langziehen. Hier mache ich mal mit Erde weiter. Und dann dürften wir genau hier ankommen. Genau. So. Dann sind wir sozusagen auf dieser Ebene. Hier ist dann sozusagen die Mauer. Das ist genau eins. Na gut, nee, das kann man so machen. Das kann man so bringen. Das ist ganz gut. So, ich gehe jetzt doch mal runter und werde mir von unten ein paar Steinziegel holen. Mir ist aufgefallen, dass wir immer noch keinen guten Abwärtsweg haben vom Berg hinab. Das ist ein bisschen blöd. Wir müssen uns hier immer unter einigem Zufügens von Fallschaden ein paar Sachen, ja, nice. Achso, wir haben noch Stein. Da hätten wir uns ja das ja machen können, ne? Macht man das im Vierer? Ich glaube, das macht man im Vierer, oder? Ja, das macht man im Vierer. Das ist sehr schön. Wir müssen da uns da mal auch bald mal ein bisschen Ideen, ein paar Ideen sozusagen umsetzen, wie wir denn auch heilen Fußes wieder abwärts kommen von diesem Berg. Ohne, dass wir uns hier jetzt mal die Füße brechen. Und ich muss auch unbedingt den Weg nach oben noch ein bisschen spezifizieren. Ein bisschen sicherer gestalten auf jeden Fall, weil der ist noch nicht ganz so sicher. Da fällt man gerne mal runter. Ich bin in den Folgen, die ich euch jetzt leider vorenthalten habe, auch mal runtergefallen und abgestürzt. Und da leider ein bisschen, naja, ich bin nicht gestorben, aber sagen wir mal so, ich bin unglücklich gefallen. Ich bin unglücklich gestolpert. Dass ich nicht gestorben bin, da seht ihr an den Leveln. Und wäre ich gestorben, dann hätte ich diese Folgen auch genommen. Denn wir warten ja immer noch auf unseren ersten Ingame-Tod, auf unseren ersten Let's Play-Tod sozusagen, beziehungsweise ihr wartet da drauf, ich ja eher nicht so. Von mir aus kann das gerne so weitergehen ohne Tod. Aber es wird sich früher oder später nicht vermeiden lassen. So. Wir haben da Zweierfenster, wir haben da Zweierfenster, genau. Und dann sind wir hier wieder angekommen. Und haben die Wand. So. Das Problem ist nur, wenn wir hier Fenster haben, gehen diese Fenster ja sozusagen ins Nichts. Was nicht so ganz so geil ist irgendwie. Da muss ich mir nochmal überlegen, was ich da mache. Das habe ich gerade gar nicht bedacht, weil ich musste ja dann den kompletten Berg abtragen hier hinten, um in irgendeiner Weise eine Aussicht zu haben. Es sei denn, ich möchte hier auf Felsen schauen. Das, nee, da mache ich mir dann nochmal Gedanken, wie ich das machen soll. So, hier fehlt ein bisschen was. Das können wir mal rauskloppen und da mal den richtigen Stein einsetzen, beziehungsweise die Steinziegel. So, Deckenhöhe. Hatte ich eigentlich so gedacht, dass man das so bei 3 Blöcken belässt, hier unten zumindest.
Ich arbeite ja sehr gerne mit Galerien, das hätte ich dann hier gemacht, denn hier oben möchte ich gerne einen moderneren Aspekt haben. Das heißt, da möchte ich gerne ein buntes Glasdach haben. Was ich natürlich nochmal ausprobieren werde, wie das dann genau aussieht und so weiter und so fort. So, ich würde mich jetzt ganz gerne mal an die Treppen wagen. Haben wir denn, waren wir so schlau und haben wir uns ein Crafting Table? Ja, haben wir gemacht, Mensch, das ist ja ganz toll. Ich hätte ganz gerne die Treppe mal gemacht, beziehungsweise die Treppe so installiert, wie sie denn dann später auch aussieht. Jetzt habe ich mir Stufen gemacht, obwohl ich welche hätte. Das war natürlich auch wieder sehr, 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 sehr schlau.